Moin, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu LS17 Westerale. Hallo, wir sind beim Main. BZW, ich versuche. Ich habe da schon einen Kurs geladen. 78, wo ist es? Gas Main, zack. Den Kurs, den laden wir mal. Oh, Moment, warte mal. Wir müssen mal so. Oh. So. Ich habe da aus Versehen gestartet. Geil. Keine Ahnung, der Kerl vom Nichts. So, starten. Mäh du mal, mein Freund. Denn ich muss hier noch ein bisschen schwaden. Ja, hätte ich mal vorher testen sollen. Ich habe mein Lenkrad angeschlossen. Und es geht nicht. Geil. Also, mein Lenkrad geht, aber... Gas geht nicht. Super. Ich bin zutiefst begeistert, würde ich sagen. Ja? Zutiefst begeistert. So, wir sind beim Mähen. BZW, wir sind schon nicht mehr beim Mähen, sondern wir sind mittlerweile bei der Schwadablage. Ach Quatsch, bei der Bearbeitung des Gemähten. Das Gemähten. Könnte ich theoretisch jetzt... Nein, das war die falsche Taste. Warte. Bin verwirrt. Ich bin immer noch verwirrt. Hier. Feldarbeit... ...88. Ich hoffe, man hört mich übrigens gut, weil dadurch, dass mein Lenkrad natürlich jetzt sozusagen vor meiner Fresse ist, um das mal so zu sagen, ist das natürlich ein bisschen da. So, Startrichtung, längste Kante, machen wir mal. Ich glaube, er wird das wieder nicht richtig hinbekommen. Mal gucken. Wir erstellen mal kurz den Kurs. Ist halt ein großes Feld, ne? Mal gucken, wie es dann aussieht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Fünf Stunden später. Mahlzeit. Ah, Kaffee am frühen Morgen. Wunderbar. Ja gut, und wie läuft's bei euch so? Alles Totti? Hallo, Spiel? Bekomm dich mal wieder ein. Biete. Biete. Es hat gestern auch schon so lange gedauert. Nervig. Ja, LS19, Felsbrunnen, ja, die deutsche Karte. Und ich glaube, eine amerikanische ist es. Eine deutsche, eine amerikanische. Zwei Karten, die direkt schon mit dies rauskommen. Wir werden selbstverständlich auf der Felsbrunnen auf jeden Fall unterwegs sein. Ich denke, wir werden uns aber auch die zweite Karte anschauen. Erfolgreich generiert. Wunderbar. Zeig mal. Oh, okay. 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 Interessant. Eine interessante Kursgenerierung, mein Freund. ...88 war es, ne? Schwaden... Nein, Wenden. Wenden nenne ich es jetzt einfach mal. Ich werde es aber wahrscheinlich eh wieder rausnehmen. Wird sich zeigen. So. 88 Wenden. Einfach mal gucken, was er so hinbekommt. Der ist am Bein. Weg hier.
Er will mich. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, wir können ernten. Ja, wir können ernten. Aber ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Ich tappe jetzt mal ganz kurz hinaus. Aus dem Spiel raus. Also wundert euch mal ganz kurz bitte nicht, weil ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, warum meine Dings nicht funktioniert. Mein Gaspedal. Das Problem habe ich öfters mal. Angeschossen ist es. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier. Wo ist denn hier jetzt? Mein Gott. Ich gucke nie so oft danach. Eingabegerät. Nein, da ist es nicht. Da ist es. Da ist es. Okay, wo komme ich jetzt auf die... Gott. Oh Gott. Hier. Eigenschaft. Zeigt mir mal deine Eigenschaften. Ich hätte euch wenigstens im Traktor lassen können, oder? Das wäre eigentlich doch... Das wäre doch fair gewesen, oder? Okay, Gaspedal und Bremspedal gehen. Es ist also wieder ein typisches LS-Problem bei mir. Alles klärchen. Dann, ja, müssen wir jetzt erstmal ohne auskommen. So, also, wir können, und das ist, glaube ich... Ja. Übrigens, hier. Ich weiß, es ist ein John Deere. Und ich weiß, dass es nicht dazu gehört. Aber ich fand es interessant. Interessant ist auch, dass er auf jeden Fall rausgekommen ist. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal. Der mäht hier fleißig den Abschnitt. Das soll er auch ruhig so machen. Ist vollkommen in Ordnung. Und wir switchen dann mal in der Zeit auf den Betrieb. Wir haben übrigens Kühe. Ich habe Kühe gekauft. Die müssen sauber gemacht werden. Das machen wir aber, wie gesagt, jetzt nicht, sondern wir kümmern uns jetzt erstmal um die Mäharbeiten. Denn ich kann, glaube ich, auch ernten. Um die Ernte arbeiten. Ich kann auch nicht ganz ernten. Das ist teilweise abgeerntet. Was? Warum? Ach, das ist da, wo ich durchgefahren bin, wahrscheinlich mit. Ja, nennen wir es mal, Fruchtzerstörung. Total Bulli. Werde ich so auch, glaube ich, nicht mehr tun. Dies Feld 23 ist auch noch im Wachstum. Da sind die Kartoffeln drauf und die Rüben drauf. Die werden aber wandern auf 32, 31. Die 34 ist auch Gras. Okay, ich habe gerade nichts zu tun irgendwie. Also mähen will ich noch nicht. Ich habe nur noch eine Erntestufe abwarten. Würde ich sagen, das heißt im Endeffekt, wir können uns doch erstmal nur um Gras kümmern. Und um Fahrzeuge, die... festhängen. Und doch nicht festhängen. Ja, manche Bäume sind halt hier echt ein bisschen nervig. Ich hätte die Bahn hier jetzt auch anders da machen können, statt so. Den effektiveren Weg nehmen können. Eigentlich. Habe ich aber nicht. Naja, gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Weil jetzt müsste er ja nach rechts abdriften dann. Hallo? Alles klar, er kommt da durch. Was? Ich bleib da immer hängen. Okay. Ich geh mal rein, dann ist nicht so laut. Ich kann gerade nichts machen, Mann. Okay, was macht der? Schwierig, Kollege. Lass uns das machen. Ich glaube, wir kriegen das ein bisschen besser hin. Ja, leider. Ich müsste jetzt nochmal aus dem Spiel rausgehen. Das ist doof, dass mein Gaspedal jetzt nicht geht. Oder geht's jetzt? Nee.
Doof ist das. Ich werde das in der nächsten Folge gemacht haben dann. Das heißt, ich fahre jetzt halt mal so. Wir machen uns ein GPS einfach an. So. Also, wir haben noch einiges zu tun auf jeden Fall hier. Und das werden wir auch noch tun, definitiv. Die Westerade könnte übrigens eine Karte sein, die ich, oder wird, wenn sie im neuen Szenen eingesetzt wird, auf jeden Fall eine Karte sein, die ich auch wieder spielen werde. Denn sie ist sehr, sehr schön gestaltet und ich hoffe sehr, dass sie wieder reinkommt. Eventuell dann vielleicht viel früher, wäre super. Denn, und das ist halt wirklich Fakt, die Westerade ist eine sehr schöne Karte. Sie ist sehr schön gestaltet, sie gefällt mir tierisch. Der ganze Aufbau. Und ich werde die auf jeden Fall wieder spielen. Definitiv. Im Großen und Ganzen, wie wird es weitergehen? Ich habe ja schon gesagt, LS19 werde ich definitiv spielen. Ich muss halt erstmal performance-technisch gucken. Ich werde meinen PC erst nächstes Jahr upgraden. Und dementsprechend muss ich leider, was das betrifft, performance-technisch erstmal ein bisschen gucken. Wie es da aussieht. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und ja, dann werde ich trotzdem vermutlich den 15, also den 17er noch ein bisschen spielen, weil einfach da die Kartenvielfalt da ist. Aber wir warten erstmal ab, denke ich, weil wir müssen erstmal schauen, wie es mit der Kartenvielfalt im LS19 aussieht. Denn ich habe so das Gefühl, dass es ganz schnell gehen könnte, dass die ersten Karten kommen. Ich weiß nicht warum. Zumindest die ersten Karten. Ne? Modding-Fahrzeuge, da kann man nach und nach dann gucken, aber ich habe so das Gefühl, dass es schnell gehen wird mit den ersten Karten. Weil, also die ersten Modder, die arbeiten ja schon an Gegenständen für LS19-Karte. Zum Beispiel der Hauptfachentwickler, der Modder, der Mapper, Modder, der arbeitet schon an Gebäuden für den 19er dann, für die Karte. Ich meine, klar, das braucht alles noch viel, viel Zeit und wird am Anfang eh alles mal rein Standard mehr oder weniger sein, weil, ne, die Dokumente, die Modding-Dokumente und all sowas, die Details, so das fehlt ja noch alles. Aber das ist egal, außer eine neue Karte. Aber ich bin sehr gespannt. Wir müssen einfach abwarten. Und ich wiederhole mich, ich weiß. Aber ist halt so. Achso, ja, und ich habe mich dazu entschieden, den LS17 ja jetzt erstmal montags, mittwochs und freitags rauszuhauen. Ich fand, das ist eine gute Variante, 3 Folgen in der Woche, die ich, also die kann ich aufnehmen, habe ich kein Problem mit, ja. Ein Tag Aufnahme oder eine Aufnahmesession. Und ich habe für eine ganze Woche ausgedient, wenn ich dran bleibe, sogar für 2. Ist gut. Zeitlich für mich sehr, sehr gut. So kann ich einfach dann gemütlich ein bisschen vorproduzieren, aber nicht zu viel vorproduzieren. Und habe auf jeden Fall die Woche abgedeckt mit 3 LS17 Videos. Wie das mit 19 aussehen wird, das werden wir dann sehen. Was man auch sehen wird, definitiv, ist, wie ich das mit den anderen Videos mache. Ich habe jetzt noch einige Videos gefunden, die ich noch gar nicht rausgehauen habe. Die sind schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Ich möchte mir auf keinen Fall zu viel aufheizen. Mehr. Mache ich nicht. Weil es ist einfach besser. Und deswegen muss ich mal gucken, wie ich die raushauen werde. Ob ich die
einfach an denselben Tagen raushaue. Oder ob ich die gezielt an anderen Tagen nehme und dann vielleicht jeweils zwei an einem Tag raushaue oder so. Müssen wir mal schauen. Ich muss leider auch gestehen, dass ich so ein bisschen am Überlegen war, mein ganzes Konzept ein bisschen zu ändern mit dem Kanal. Was heißt gestehen? Ich war einfach am Überlegen, das Ganze noch mal ein bisschen zu verändern, aber dazu will ich jetzt noch nichts sagen. Das sehe ich dann. Und die LS19, also Story Mode sozusagen, den ich ja selber entwickelt habe für die 17er sozusagen. Nein, das bisschen RP praktisch, was ich reingebracht habe in meine LS17-Folgen auf der Hofmerkmann zum Beispiel. Das Ganze werde ich weitermachen. Ich werde das Ganze aber dann ein bisschen trennen. Das heißt, ich werde dann vermutlich zwei Playlists machen. Einmal, ja, LS19 Story. Und einmal eine Playlist, wo einfach pures LS19 ist vielleicht, um das einfach ein bisschen zu trennen von Story-Dingen. Ist, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher dann. Und ich werde die Story im 17er abschließen. Aber so abschließen, dass es weitergeht. Also wen das interessiert, ich werde, denke ich, ein paar Tage vor Release vom 19er das machen. Das wird eine Folge sein. Vielleicht nehme ich die auch heute schon auf oder so, mal schauen. Das wird eine Folge sein, die das Ganze, ja, was heißt abschließt? Abschließt ist das falsche Wort, weil, ja, wir schließen es ja nicht ab, sondern wir gehen weiter mit einem Teil. Aber mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. So, durchdrehende Reifen hat der Kollege. Ja, kein Wunder. Ist halt eine blöde Stelle. Ist halt wirklich eine blöde Stelle. So, wie sieht der Wetterbericht? Oh mein Gott, okay. Uff. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich muss mich jetzt ranhalten. Ich muss das auf jeden Fall noch bis zum Regen runterkriegen. Alles. Also das Gras hier. Oh shit. Das ist halt jetzt wirklich nicht gut. Oh shit. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges zu tun. Ich werde vielleicht sogar die Zeit runtersetzen. Wobei, nee, eigentlich auf 5 ist okay. Auf 5 sollte eigentlich kein Problem sein. Kante müssen wir eh nochmal fahren, ist nicht so schlimm. Okay, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall bearbeiten. Beeilen, nicht bearbeiten. Kaffee ist am Start. Der darf nicht fehlen. Echtzeit seht ihr rechts oben ja noch. Eingeblendet. Das habe ich mir einfach gemacht. Also aktiviert, weil schon wieder durchdrehende Reifen. Ich gerne mal die Zeit vergesse bei dem Spiel. Ich habe jetzt fast 1000 Stunden auf dem Konto des Spiels hier. Das ist schon krass. Und ich vergesse halt wirklich gerne mal die Zeit. Und dass ich die ein bisschen im Blick habe, dank der einen Mod, ist es sehr gut. Und jetzt sag nicht, ja, du hast doch einen zweiten Monitor. Ja, das habe ich, aber da gucke ich nicht so drauf. Vor allem läuft da meistens ein Video oder eine Serie. Das ist halt nicht so gut. So, du stehst wieder.
So. Er sollte die Insel umfahren. Ich bin sehr gespannt. Er hat sie zumindest mal erkannt. Das ist schon mal gut. So. Ja, noch einiges zu tun, ne? Da wäre es mir eigentlich lieber gewesen, wenn Curseplay wirklich gut funktioniert hätte. Aber ich stelle das jetzt nicht nochmal ein. Wir machen das jetzt einfach schnell manuell. Das ist okay. Und ich werde dann gucken. Als ob ich es geahnt hätte. Ich werde dann gleich, das mache ich jetzt. Ich beende die Folge, jetzt hier eh. Und ich werde das mal speichern. Und werde dann nochmal rausgehen aus dem Spiel, um dass meine Pedale erkannt werden. Ich habe das öfters mal. Weiß nicht warum. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ihr Bock habt. Und ja, bis gleich. Tschüssi.